viel Geld gibst du im Urlaub aus? Mykonos-Umfrage. Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie man unschwer erkennen kann, ich befinde mich gerade auf der Ellie, danke für den Sub. Insel Mykonos. Und ich habe mir gedacht, hier sind ja die Schönen und die Reichen. Und wir fragen die doch einfach mal, wie viel Geld gebt ihr denn im Urlaub aus? Was kostet denn der Spaß? Also ich gebe euch mal einen Call. Ich war einmal in meinem Leben Mykonos. Und da waren, glaube ich, auch ganz viele, die einfach auf Verdacht da irgendwo hinfliegen, dann durchgeführt werden und dann bei denen ihren Schlafaufenthalt auch direkt haben, weil sie einfach nur dahin gehen. Dann werden sie in einen Club eingeladen von irgendwelchen Leuten. Dann haben sie kein Hotel, deswegen müssen sie sich durchführen lassen und dann ist es das und dann gehen sie am nächsten Tag einfach zum Strand oder so. Nur also, Hinflug zahlen, ich bin sehr genau gespannt, wer mich kennt, nur weiß, Hinflug mein Englisch und ist unfassbar zahlen schlecht, klar, aber das soll klar, mich nicht ja davon abhalten. Vielleicht ist doch der ein oder andere Special Guest mit smart dabei. Wir werden ja sehen. Mev ist heute hinter der Kamera. Mein Name ist Marc Eggers. Mykonos, wie viel Geld gibt ihr denn in Urlaub aus? Let's go. Combien d'argent? But I speak French, but not German. Where are you from? Spain? No, France. Oh, okay. Aus Frankfurt? Pay to win. Frankfurt? How much money do you spend for your holiday, for these holidays here? A lot. What is a lot? Well, I don't know, like cocktails are like 25 euros, so if you, we're Irish, we like to drink a lot. Where are you from? Switzerland. Switzerland? Ja. In Zug ist gut, Steuern sparen. Aber du mal auf Mykonos wahrscheinlich. Aus der Schweiz? Ja, Schweiz. Stellen wir keine Fragen. For these holidays here? Okay, completely? I've been gone for a month. For a month, okay. $5,000 for the month. Ja, aber das sind die, die auch 5.000 für einen Monat? Ja, das ist schon selber zahlen, ne? Da ist kein Mann ja hinter, das ja. Schön, schön. Where are you from? From Canada. Na. We know him. Ja, ja, meine Mutter kennt auch Justin Bieber. How much money do you spend on holidays? In holidays, I don't know exactly. You don't know, because it's that much? Yes, I think. Where are you from? France. Frankfurt? Is it more than 50k a week? No. More than 10k? More than 10k. How much is it? 15. 15k? Is he paying? I don't understand, sorry. Man könnte auch denken, die kommen gerade von der Playa, oder? Da sind auch immer alle mit Neonfarben unterwegs. Really nice style, we like it. The name of the brand is... Setz mich in die Mitte. Wir fragen die Leute, wie viel Geld sie im Urlaub ausgeben. Sehr teuer. Ja, sehr teuer? Sehr viel. Frag meine Schwester. Du zahlst deine Schwester? Nee, frag meine Schwester. Wo ist deine Schwester? Da neben dir. Megapark? Yeah. Die Atzen? No. You will sing a song, you can sing a song. I don't. One song for me. Ich hab einen Puff. We're not filming for the... Yeah, safe, hundertprozentig. TV? We are filming for the Internet, okay? Guck mal, sprech doch einfach Deutsch mit uns, oder okay, müssen wir Englisch sprechen? Where are you from? I'm Grace. How old are you? 24. 24. That's my age. Okay. What are you doing here? I'm working as a waitress. Working? Yes, as okay a waitress. Okay, we asked people how much money do you spend on holiday. But when you're waiting here, you spend not okay money. How much money do you spend on holiday? More than 10,000. Too much. Yeah. Can you tell me? Probably around $6,000. What do you do for a living? I was a loan officer back in the United States. Ah, okay. Ich habe einen Vorschlag. Siehst du den Sonnenuntergang? Nein. Wir gehen zusammen in den Sonnenuntergang und wir suchen ein Restaurant. Wie heißt du überhaupt? Sag ich dir nicht. Sag ich nicht, willst du dabei sein? Niki! Aber du kannst die beiden Mädels mal fragen. Hier, da, die beiden wirklich? Mädels. Ja, die. Aber ich kann sowas ganz schlecht, ne? Da sind sie. Hello. Aber soll ich Sonnenbrille abnehmen? Nee, hello, greetings. Do you have time for a video? For no. On YouTube? No? No? Okay, thank you. Mach's schon mit. Only time for shopping. So schnell, dass du dich geschlagen gibst? Ich gebe mich geschlagen. Also Marc hatte auch einfach gerade meinen Respekt. Nach Quatsch. In real jemanden ranzugehen und was zu sagen, ist bei mir immer noch eine Hemmschwelle dabei. Wir werden dich, du kriegst das noch hin heute. Okay, ich teste. Ich bin mir sicher, okay, du wirst gleich noch jemanden bekommen und dann kriegst du auch eine gute Antwort. Ja gut. Oh, you have like a sugar daddy. Yes, I do. What? Das ist die Freundin von Trimax. That's your boyfriend. He's a YouTube star. No. But what's his content? Can you describe it? Yes, he's doing gaming. Guck mal hier, Trimax. Wie viel Geld habt ihr für Mobile Gaming bereits schon ausgegeben in eurem ganzen Leben? Nicht so viel. Also mit PlayStation 1400, vielleicht 300. 300? Ja, also 1000 bis 1500. Okay, geht klar. Danke. Max, Digga. Wir fragen gerade die Leute hier auf Mykonos, wie teuer war denn der Urlaub? Er wird rübergeguckt direkt zum. Er wird direkt rübergeguckt. Zu teuer. Ja. Wer hat's gezahlt? Natürlich ich. Die Schweizer. Wie lange seid ihr da? Max ist wirklich pay to win in einer Person. Eine Woche, was zahlt man hier für eine Woche? In Clash of Clans oder so macht er, Clash Royale oder so, ich weiß nicht, wie das Spiel heißt, da macht das ganz krass, ne? So, da hat er, weiß ich, sechsstellig ist das da schon drin, ne? In diesem Mobile-Spiel. 20. 20.000? Ja.
ist kein Spaß. Beides? Nee, das ist kein okay. Spaß. Bei 20.000 ist auch bei mir der Spaß vorbei. Ja, aber ist okay. Ich grad schöne Frauen, ich muss kurz rüber. Hello. Siebenstellig. Schönen Tag noch. Wie viel hast du in Korfu im Dorf ausgegeben? Ich war da 3 Tage. 250? 300? Sowas? Deswegen, ich hab's voll gefeiert so. Man muss nicht immer so viel Geld, ist natürlich auch nicht wenig Geld so, aber das war eigentlich immer nur das Essen. Das Essen und dann einmal dieses Ding, dieses, wo man da in der Luft ist für 40 Euro oder so. Als ob doch, ich bin da nicht so mit krass Geld aus. Das Hotel war relativ teuer. Also mein kompletter Urlaub für diese Woche mit Flug und so hat gekostet 2.000 ungefähr. Hello, where are you from? Guck mal, sprech doch einfach Deutsch mit uns oder müssen wir Englisch sprechen? From Italy. Italy. How much money do you spend on holiday? 1,000 euros. No, for one day. Happy. 2.000 pro Person? Ne, insgesamt, Melina und ich. Also ich habe auch Flüge und so, ne, aber pro Person 1.000 dann. Aber ich habe halt meistens bezahlt, ist auch okay. Birthday to also you. Melina und ich. It's your birthday tonight? 2.000 ungefähr, ein bisschen mehr als 2.000, glaube ich. Ah nein, stimmt gar nicht, Chat. Stimmt nicht. 3.000. Mietwagen. Mietwagen habe ich vergessen. Der Mietwagen hat 800 gekostet. Mietwagen 800, 1.000. Mietwagen 800. Flüge oder so, weiß ich gar nicht. Also Flüge und Hotel hat, glaube ich, so ein bisschen mehr als 1.000 gekostet. 1.200. Ne, mehr. 1.300 oder so. I have a 2.500. So, ich habe den Mietwagen vergessen. Present for you. In 2 days is your birthday. Mietwagen teuer, ja. Mietwagen ist dort übertrieben teuer gewesen. Yeah. A gift, a small gift. How much money did you spend on the holidays? Too much. Aber nicht vergleichbar mit dem, was da abgeht, Freunde. In total it would be, yeah. Okay, ladies and gentlemen, oh no. Okay. How much do you spend on holiday? On this holiday? Oh, 10 grand here for 6 weeks. 10 grand? Not here for 6 weeks, but in total, traveling. Around. In total? Probably. Damn, girl. 8 weeks, 6-8 weeks is a long time. You know? Yeah, work hard, play riesig. Hard. Korfu ist riesig. Max, danke für deinen Sub. Next question. Damn, girl. Am I on TikTok? Yeah. What's your YouTube? Cool. Mark. He keeps freezing. Are you okay? Is he alright? Is he alright? Alright. Is there something on my face? Stand for too long. Okay, have a good night. Now I have here Maria from the kiosk. How are you? From kiosk? What is kiosk? The kiosk is like the small supermarket. Yeah, I am from the kiosk. Gracias, de los amigos. Forget you. Forget it. But then I got high. I don't care. Not the amateur. Where you from? Germany. Germany. How many Übrigens. Money do you spend here on holiday? Wir sind Geringverdiener, also wir waren jetzt 6 Tage hier. Was hast du bezahlt? Oder Mama, Papa? Nee, ich selber bezahlt. Ich wie alt bist du? 18. Was hast du gezahlt? 500 Euro für Flug und Unterkunft. Krass. Das ist ja völlig krass. Flug und Unterkunft 500 Euro für 6 Tage in Mykonos? Wie krass. I can't do that. How much money did you spend in 4 days? I have no idea. You have no idea. No, is this bad or good? My purse got stolen with my money in it, so... Your purse, okay. How much money was in there? Like 300 euro. 300? Okay, okay. How long are you here in Mykonos? Diamond dürfte raten, wie die Frau das da macht. Also, ihr denkt, ich mach Späß, es war halt wirklich so, ne? Also, das ist verrückt, was da erzählt wurde auch und so. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was es da für Leute... Es gibt wirklich welche, die fliegen dort nur hin und die haben dann keine Unterkunft. Die müssen gucken, wo sie bleiben. Ihr müsst euch überlegen, die bezahlen den Flug und dann geht's schon los. Dann bezahlen sie vielleicht, nee, nicht mal das. Dann suchen sie sich irgendjemanden und gehen dann mit der Person rein. Das wird bezahlt, dann sind sie drinnen, dann wird da Alkohol und das Essen natürlich logischerweise bezahlt. Dann gehen sie mit, lassen sich durchbumsen. Dann gehen sie, keine Ahnung, abends mit denen in den Club und das wird natürlich auch bezahlt. Und dann müssen sie irgendwo pennen. Die pennen da bei denen, wo die sich halt durchbumsen lassen. Und dann am nächsten Tag wieder das Gleiche. Vielleicht mit anderen Leuten dann, weil die vielleicht wieder nach Hause machen müssen. Das ist kein Joke. Like for 1 week. 1 week. So what do you spend for Mykonos for 1 week? Das weiß ich aus internen Quellen, weil 2 meiner Freunde extrem spitz sind. Diese beiden Freunde besitzen auch einen Twitch-Kanal. Und diese beiden Freunde haben ein Problem. Don't spend anything. Really? Because, yes. Wer denn? Because I have a sugar daddy. Nice. And this sugar daddy is very rich. Sag ich jetzt nicht, Chat. Very nice. He had like
Tore und Kalle. Head, the content creator from Germany. Yes. Very famous. Yes. And he gave me like everything I ever wanted. What do you spend on your holiday? I am now working. You're working here? Yes. But if you go on holiday, what do you spend? Nice. Everyday party. Everyday party, so around 10k? Yes. How much money do you spend on a holiday on Mykonos? I don't know, my parents are paying for me, so... Ah, so you, where are you from? From France? Yes. Frankfurt? Can you ask a question? No, speak Italian. No, speak English. Me neither, I can speak Italian. Okay, I can try in Italian. Wie viel Geld gibst du im Monat aus? You speak Italian? I don't. $2,000. $2,000? Mykonos! So maybe you see I'm sober, right? Yeah. Everyday party. How much money do you spend here on Mike Onus to do the holiday? Mike Onus. €5 a day. Yeah, we all go super cheap. How do you do that? Our cheapest chips, you scale other people's drinks. Okay, that's nice. Yeah, you just make mates and then you know when they're not looking you. Where you from? I'm from Tunisia. Tunisia. Yeah. How much money do you spend on holiday? Oh. I think we reached maybe 2000. Das ist sehr gut, ja? Das ist was? Sehr gut. Sehr gut. Yeah. Is this your girlfriend? They're friends? Mark, I have something for you. Okay, Ketchup. You are together, but I go with the ladies. Hello. Hello. You like her? How are you? Ja, optisch nicht so mein Fall. Komm, wir gehen weiter. Ready? We are at the end of the video. Okay. Say bye to the audience. Bye. And say subscribe. Subscribe. Thumbs up. Thumbs up. So, Freunde, wir sind am Ende der Straßenumfrage angekommen. Subbt rein. Danke an alle, die mit dabei waren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal ein bisschen was anderes. Mal mit ein paar Gästen. Für mich war es sehr, sehr unterhaltsam. Mein Name ist Marc Eggers. Danke an Mev, der das Ganze gefilmt hat. Alle anderen sind selbstverständlich verlinkt. Unten. Everything has changed. Every day.